Moinsen, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Heute soll es mal um 5 Tipps zum Geld- und Zeitsparen in GTA Online 2022 gehen. Ich denke, das Thema ist recht selbsterklärend, deswegen labere ich hier gar nicht lange rum. Wir starten rein ins Video. Let's go. Der erste Tipp, ganz klar, um dauerhaft Geld zu sparen und nebenbei auch noch Nerven, macht euch eine Solo-öffentliche Lobby, Freunde. Ihr spart euch eigentlich alles, also Zeit, Geld und wie gesagt vor allem Nerven. Zeit, weil einfach, wenn ihr gegrieft werdet oder Ware zerstört wird, das dann wieder natürlich Zeit braucht, auch bis die Ware wieder produziert wird. Geld spart ihr euch ganz einfach, weil auch wieder, wenn ihr beim Verkaufen zum Beispiel gegrieft werdet, euer Geld womöglich einfach komplett weg ist. Wie zum Beispiel bei den Spezialfachkisten, da ist es einfach ein schwieriges Thema, dass, wenn man das da verkackt, alles weg ist und deswegen spart euch da auf jeden Fall das Geld, lasst euch nicht von irgendwelchen Griefern killen und geht in eine Solo-Lobby. Zu den Spezialfachen habe ich ja, by the way, auch einen aktuellen Guide kürzlich hochgeladen. Checkt den gerne aus, Freunde. Also ja, ich denke, wie gesagt, die Vorteile einer Solo-öffentlichen Lobby sollten allen klar sein mittlerweile. Ich kann sie euch weiterhin nur ans Herz legen. In eine Solo-öffentliche Lobby kommt ihr auf PS4 ganz einfach, indem ihr bei den Internet-Einstellungen auf Benutzer definiert geht und dann den MTU-Wert anpasst auf irgendwas zwischen 800 bis 900. Zumindest mache ich es immer so. Also einfach den ursprünglichen Wert von 1500 auf jeden Fall abändern. Alles andere einfach ganz normal lassen. Dann könnt ihr einfach ganz normal aus dem Singleplayer eine öffentliche Sitzung suchen und in den meisten Fällen seid ihr dort dann ganz alleine drin. Wenn nicht, einfach nochmal eine neue Sitzung suchen, dann sollte das meistens klappen oder 2-3 Mal, spätestens dann klappt es eigentlich immer und selbst wenn dann mal 2-3 Leute drinnen sind, dann machen die wahrscheinlich genau das gleiche wie ihr, haben ihren MTU-Wert auch umgestellt, um da einfach in Ruhe farmen zu können, das heißt, die werden euch auch nicht abfacken, so ist zumindest meine Erfahrung und dann könnt ihr da auch einfach ganz normal grinden und Kohle machen, das ist eigentlich kein Stress. Machen wir weiter mit dem zweiten Tipp und zwar geht es um eure Spielhalle. By the way, wer noch keine hat und gerne eine möchte, gönnt euch davor gerne meinen Spielhallen-Money-Guide, den gibt es auch schon auf diesem Channel, auch den gerne auschecken. Diesen Tipp hatte ich bis letztes Jahr auch nicht wirklich verstanden, aber ihr könnt euch da ja etliche teure Spielautomaten kaufen und damit dann passiv Geld verdienen, welches in den Tresor bei euch in der Spielhalle gelegt wird. Soweit ich weiß, sind das bis zu 5000 Dollar pro GTA-Tag, also alle 48 Minuten. Bin mir da jetzt aber nicht zu 100% sicher, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ihr könnt euch aber einfach, wenn ihr an euren Laptop in eurem Office geht, dort einmal den billigsten Spielautomaten kaufen, also den Monkey Paradise und den einfach dann überall platzieren. Denn die Spielhalle funktioniert so, dass es eben die ganzen vorgesehenen Spots für Automaten gibt und ihr einfach bei jedem Spot auswählen könnt, welchen ihr da hinstellen möchtet. Und da könnt ihr auch überall den gleichen hinstellen und auch überall mehrmals den gleichen hinstellen. Also, geht da jeden Spot durch, stellt überall den Automaten hin, damit ihr das Maximum rausholt, dann habt ihr sozusagen nur einmal einen Automaten gekauft, aber das Ding steht dann 25 Mal bei euch in der Spielhalle rum. Sieht vielleicht nicht ganz so cool aus, aber ist zum finanziellen Optimieren auf jeden Fall sehr gut und wenn man das so macht, dann ist man langfristig gar nicht mal so schlecht aufgestellt mit der Spielhalle, weil man eben nicht für jeden Spot extra einen Automaten kaufen musste, was ich zum Beispiel früher dachte, dass man einen Spot hat, einen Automaten kaufen muss und der das Ding dann irgendwie finanzieren soll, was ja gar keinen Sinn macht, weil die komplett überteuert sind und so viel Kohle kommt dann ja tatsächlich doch nicht rum pro Automat. Das auf jeden Fall nutzen, Freunde, dass man ein kleiner Hinweis an euch, spart euch einiges an Geld und ich fand den Tipp damals sehr, sehr hilfreich, als ich noch gar nicht wusste, was abgeht. Weiter geht's natürlich mit einem klassischen Advice von meiner Seite aus. Wenn ihr euch Zeit und Geld sparen wollt, dann sorgt am besten dafür, dass ihr nicht euer Geld für falsches Zeug ausgibt oder für falsche Business oder für das richtige Business, aber zur falschen Zeit, wie auch immer. Das lässt sich sehr leicht vermeiden und wie verhindern wir das am besten? Natürlich, indem man sich einfach mal kurz informiert, was Sache ist. Wenn ihr was kaufen wollt oder wenn ihr sagt, du, ich will mir jetzt hier eine bestimmte Sache holen, einfach kurz auf YouTube dazu ein Video angucken oder wenn ihr zum Beispiel gar nicht wisst, was ihr als nächstes holen wollt oder was man überhaupt kaufen kann, dann empfehle ich euch ganz einfach, einfach mal kurz meine Money Guide Playlist komplett durchgucken. Nee, Real Talk, aber nutzt das. Es gibt sehr viele gute YouTuber, die geile informative Videos machen und diese 10 bis 15 Minuten können euch davor bewahren, oft irgendeinen Schmutz zu kaufen. Das nur ein allgemeiner Hinweis. Informiert euch, Freunde, bei Rockstar klärt uns ja immer eher etwas mangelhaft über das Potenzial der verschiedenen Unternehmen auf. Genau, das nur zwischendurch und weiter geht's zu Tipp 4. Aber davor, wie immer, Freunde, ein kleiner Hinweis zum heutigen Stream und zwar klassisch ab 20 Uhr geht's los. Heute Sonntagabend. Kommt gerne vorbei. Link zu Twitch ist in der Videobeschreibung. Im Normalfall sonntags 20 Uhr und mittwochs 19 Uhr bin ich live auf Twitch. Ich freue mich auf euch. Kuss geht aus und bis später. Ah ja. Danke wie immer für die Unterbrechung, mein Bester, gell? Kuss. Der nächste Tipp betrifft die CEO-Kisten, also das Spezialfrachtkisten-Business. Wenn ihr euch dann nämlich 3 Kisten bestellt, was ich ja immer empfehle, dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass diese 3 Kisten einzeln spawnen und man die dann nacheinander zum Lagerhaus bringen muss, was nicht so wirklich Bock macht und auch immer sehr lange dauert, leider. Oder wenn ihr Glück habt, dann spawnt irgendwo ein Van oder irgendein anderes Fahrzeug und dort sind dann alle 3 Kisten drin. Ihr müsst dann nur einmal das Ding zum Lagerhaus bringen und habt alle 3 Kisten eingelagert. Das Coole ist, ihr könnt, sobald ihr die Kisten bestellt habt, sehen, welche Art von Missionen, indem ihr kurz, wenn ihr vom Tisch dann aufgestanden seid, eure Karte öffnet, auf die große Karte switcht und dann halt guckt, ob das Lagerhaus, zu dem ihr sozusagen die Kisten bestellt habt, angezeigt wird oder nicht. Wenn euer Lagerhaus dann nicht auf dieser Map zu sehen ist, dann sind alle Kisten in einem Fahrzeug und ihr müsst nur das klauen und dorthin bringen. Wenn euer Lagerhaus aber angezeigt wird, dann ist es zum Beispiel so eine Mission, wo ihr irgendwie aufs Meer rausfliegen müsst, die 3 Boote abschießen müsst und dann die 3 Kisten alle einzeln besorgen und zum Lagerhaus bringen müsst, was solo einfach nervt und viel zu lang dauert. Und wenn ihr das dann seht, dann könnt ihr einfach kurz, wenn ihr das wollt, eine neue Sitzung suchen und eben nochmal starten. Das geht dann auch direkt wieder. Problem ist aber, muss ich ehrlich sagen, ich hatte gehofft, dass man die Kohle dann wieder
wieder zurückbekommt, wenn man direkt eine neue Sitzung startet, bevor man das Büro verlässt. Aber tatsächlich bekommt man die Kohle nicht mehr zurück. Das Gute ist, man kann direkt eine neue Mission starten ohne Cooldown-Zeit, was schon mal ganz gut ist. Aber zumindest war es bei mir jetzt immer so, dass das Geld dann weg war und das ist natürlich nicht so optimal. Das macht natürlich diesen Tipp leider etwas unnötig, muss ich ehrlich zugeben. Perfekt, Digga, danke für den Content, Kuss, Digi. Nee, aber dennoch ist es natürlich ganz gut zu wissen, denke ich, welche Mission ansteht, um sich darauf vorzubereiten, was man jetzt zum Beispiel macht oder was man jetzt für ein Fahrzeug nimmt oder wie auch immer, ist es, denke ich, nicht verkehrt und kostet ja auch kaum Zeit. Oder wenn euch die 18.000 nicht so wehtun und euch die Zeit eher wertvoller ist, dann könnt ihr natürlich trotzdem eine neue Sitzung suchen und eben gleich eine neue Mission starten, die dann hoffentlich eine gescheite Mission ist und dann habt ihr euch im Zweifel trotzdem Zeit gespart und das macht das Ganze dann wieder wett, denke ich. Damit könnt ihr bestimmt irgendwas anfangen, Freunde, was genau, das muss jeder für sich selber entscheiden. Dennoch wollte ich euch die ganze Information nicht vorenthalten. Zusätzlich zu diesem Thema habe ich dann noch einen kleinen Tipp und zwar benutzt euren Terabyte zur Kistenbeschaffung. Ihr könnt euch zum Beispiel auf halber Strecke zwischen den beiden Lagerhäusern, die ihr immer abwechselnd beliefert, einen Terabyte hinstellen und somit ein bisschen die Strecke und Zeit optimieren. Oder ihr stellt euch das zum Beispiel direkt neben ein Lagerhaus, was ein bisschen weiter weg ist, da direkt neben den Terabyte und ein anderes Lagerhaus, was relativ nah zum CEO-Büro ist, könnt ihr weiterhin so normal nutzen. Und dann habt ihr einfach jedes zweite Mal, wenn ihr sozusagen Kisten beschafft, direkt so gut wie keinen Weg, könnt direkt eine neue Mission starten, befüllt dann sozusagen das andere Lagerhaus. Von dort aus könnt ihr dann schnell zum CEO-Büro fliegen, dann wieder das andere starten und so. Habt ein bisschen Zeitoptimierung, könnt euch da einiges an Strecke und vor allem auch Zeit sparen. Also es gibt da wahrscheinlich etlich verschiedene Kombinationen mit verschiedenen Lagerhäusern, die möglich ist, wie auch immer ihr euren Terabyte platzieren wollt. Das nur als kleiner Hinweis, als kleiner Anreiz, dass man das ganz sinnvoll nutzen kann. Deswegen guckt da einfach, was für eure Lagerhausstandorte und Businessstruktur am meisten Sinn macht, Freunde. Da findet ihr bestimmt was. Wir kommen jetzt zum fünften Tipp meinerseits und zwar Spawnpunkte clever setzen, Freunde. Beispiel von gerade dem vorigen Tipp, wenn ihr da eine neue Sitzung sucht zum Beispiel, weil ihr einfach eine neue Beschaffungsmission starten wollt, dann stellt euch in diesem Fall auf jeden Fall zum Beispiel den Spawnpunkt auf CEO-Büro, damit ihr dort gleich wieder weitermachen könnt. Ist einfach am sinnvollsten. Wenn ihr zum Beispiel gleich mit einem Kayo starten wollt, dann stellt am besten den Spawn direkt auf die Kosatka. Einfach da immer ein bisschen logisch denken, wo es einfach Sinn macht. Warum es eh recht praktisch ist, wenn ihr zum Beispiel den Kayo Pedico heißt, macht, den Spawnpunkt auf die Kosatka zu stellen, erfahrt ihr in meinem Kayo Pedico heißt Money Guide. Schaut da gerne vorbei, Freunde, wenn es euch interessiert. Also setzt euren Spawnpunkt dann eben dorthin, wo ihr am ehesten hin wollt und dort, wo ihr einfach am liebsten spawnt, wenn ihr euren GTA-Tag beginnt oder wie auch immer. Einfach um da ein bisschen Strecke zu sparen und nicht erst unnötig irgendwo hinfahren zu müssen. Das nur als kleiner, aber ich denke durchaus praktischer Tipp. Und da ich wie so oft einfach immer noch ein bisschen mehr mitgeben möchte, Freunde, hier natürlich noch Tipp 6, weil 5 einfach zu wenig ist. Und dann kann mir hier auch keiner irgendwie Clickbait vorwerfen. Kauft euch das Hauptkontrollterminal in der Spielhalle. Das gibt es in eurer Spielhalle, wenn ihr an den Laptop auf Verbesserungen geht, für 1.740.000 zu kaufen. Ist eine Stange Geld, auf jeden Fall. Aber für die, die sonst schon alles haben und businesstechnisch gut aufgestellt sind, ist das hier nochmal ein riesen Zeitersparer. Und Zeit ist Geld, Freunde, also demnach auch ein Geldsparer. Zumindest langfristig, weil natürlich kostet das erstmal, aber man macht damit eben schneller viel mehr Geld. Das rechnet sich auf jeden Fall, wenn ihr lang genug spielt. Man hat einfach über so gut wie alle Unternehmen hier direkt den Überblick und muss nicht zum Beispiel erst zu jedem einzelnen MC-Unternehmen hinfliegen und den Warenstand checken. Man kann von dort aus alle möglichen Sachen managen, wie sonst in den Unternehmen direkt, aber hat natürlich alle beisammen auf einem PC, also ist da ganz schnell von einem beim anderen Unternehmen und spart sich einfach dieses Hin- und Hergefliege, was mega geil ist. Einfach zum Organisieren und auch um den Überblick zu behalten natürlich. Aufpassen, ganz wichtig, ich empfehle euch, keine Verkaufsmission von dort zu starten, das geht natürlich auch, aber man wird dann nicht dorthin gebeamt zu dem jeweiligen Business, sondern muss dann, obwohl die Verkaufsmission schon gestartet hat, erst dorthin fliegen und praktisch dort ins Verkaufsfahrzeug einsteigen. Das macht nicht so viel Sinn, weil die Zeit dann schon abläuft. Das ist das Einzige, was nicht so wirklich was bringt. Aber man kann sich natürlich auf jeden Fall die Vorräte bestellen für den Bunker oder für die MC-Unternehmen. Und das geht einfach deutlich schneller. Oder eben auch mal kurz zwischenchecken, wie der Stand beim Nachtclub ist. Oder vielleicht auch mal einen Techniker neu zuweisen, wie auch immer. Ich finde es mega. Bin absolut der Meinung, dass es das Geld wert ist. Und ich kann es dir nur jedem ans Herz legen, sich das Ding irgendwann zu holen, wenn ihr genügend Kohle habt. So, und damit haben wir es, Freunde. Das waren meine paar Tipps zum Geld- und Zeitsparen in GTA Online. Ich hoffe natürlich, ich konnte dem einen oder anderen hier noch einen wertvollen Tipp mitgeben, den er vielleicht noch nicht kannte. Wenn ja, freut mich das natürlich. Und wie immer würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Kuss geht raus. Schaut wie gesagt gerne auf Twitch vorbei und checkt auch gerne die anderen Links in der Videobeschreibung. Die führen zu meinem Instagram, zu unserem Discord, zur GTA Online Stretcher Crew und natürlich auch zu meinem Zweitkanal. Also gerne auschecken, Freunde, und ein bisschen Liebe da lassen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.